Mein Name ist Lea. Ich möchte dich jetzt herzlich zum Video über den Mittelwert begrüßen. Was genau ein Mittelwert ist und wie man diesen berechnen kann, wirst du in diesem Video lernen. Stell dir nun vor, dass sich die vier Freunde Adam, Cheyenne, Paul und Mira treffen. Sie alle haben Schokoladenbonbons, jedoch hat nicht jeder gleich viele. Adam besitzt 5 Schokoladenbonbons, Cheyenne hat 8 Bonbons, Paul 4 und Mira nur 3. Die Freunde fragen sich jetzt aber, wie können sie die Schokoladenbonbons gerecht aufteilen? Wie viele Bonbons bekommt jedes Kind? Um das genauer zu untersuchen, habe ich euch die Freunde einmal aufgezeichnet. Hier siehst du Adam mit seinen 5 Schokoladenbonbons, Paul mit den 4 Bonbons, Mira mit 3 und Cheyenne mit 8. Damit sie nun herausfinden können, wie viel jeder von ihnen bekommt, geben sie zuerst alle Bonbons zusammen. Das heißt, die Freunde legen ihre Bonbons auf einen Tisch. Hier kannst du sehen, dass es insgesamt 4 Reihen von Bonbons gibt und in jeder Reihe befinden sich 5 Bonbons. Das heißt, die Freunde haben zusammen 20 Schokoladenbonbons. Und jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, wie viele Bonbons jeder von den Freunden bekommt, wenn man 20 Bonbons auf 4 Kinder aufteilt. Beginnen wir also. Teilen wir die 20 Schokoladenbonbons auf die 4 Kinder Adam, Paul, Mira und Cheyenne auf. Adam bekommt die ersten 5 Bonbons. Mira die nächsten 5. Paul bekommt auch wieder 5 und es bleiben noch genau 5 Bonbons für Cheyenne übrig. Das heißt, wenn wir 20 Bonbons gerecht auf die 4 Kinder aufteilen, bekommt jedes Kind genau 5 Schokoladenbonbons. So einfach geht es also, die Schokoladenbonbons gerecht an die Kinder zu verteilen. Nun schauen wir uns das Ganze noch als Rechnung an. Zuerst müssen wir betrachten, wie viele Schokoladenbonbons die Kinder zusammen haben. Wir müssen dafür die Werte aus der Tabelle, die du hier siehst, das heißt 5, 8, 4 und 3, miteinander addieren. Das heißt, wir rechnen 5 plus 8 plus 4 plus 3 und das Ergebnis ist dann 20. Das heißt, alle Kinder zusammen haben 20 Schokoladenbonbons. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, wie viele Kinder sich die Schokoladenbonbons überhaupt teilen wollen. Das ist eine einfache Frage. Adam, Cheyenne, Paul und Mira. Das heißt, wir haben 4 Kinder. Zum Schluss müssen wir die 20 Schokoladenbonbons auf die 4 Kinder aufteilen. Das heißt, wie viele Schokoladenbonbons bekommt nun jedes Kind? Das ist eine sehr einfache Rechnung. 20 dividiert durch 4. Und das Ergebnis dieser Rechnung ist 5. Das heißt, jedes Kind bekommt 5 Schokoladenbonbons, wenn man die Bonbons gerecht auf alle Kinder aufteilen will. So einfach kann man also den Mittelwert berechnen. Sehen wir uns nun ein weiteres Beispiel an. Ein paar Freunde, Mädchen und Jungs, sitzen zusammen und fragen sich, wer ist nun eigentlich schwerer? Sind wir Mädchen schwerer oder sind wir Jungs schwerer? Sie fertigen dafür eine Tabelle an. Du kannst das Gewicht der Jungen und der Mädchen in dieser Tabelle sehen. Aber wie können wir nun bestimmen, wer tatsächlich schwerer ist? Beginnen wir bei den Jungen. Da wir die Werte so nicht vergleichen können, müssen wir uns zuerst einen Mittelwert berechnen. Das heißt, wie schwer ist ein Junge im Mittel. Wir berechnen uns also, wenn jeder der Jungen genau gleich viel wiegen würde, wie viel würde dann ein Junge wiegen? Beginnen wir wieder gleich wie vorher. Wie viel wiegen alle Jungen zusammen? Das ist wieder eine leichte Rechnung, denn wir müssen nur die Werte aus der Tabelle, und hier müssen wir aufpassen, nur die Werte aus der Spalte für die Jungen addieren. Das heißt, die Rechnung ergibt sich hier mit
40 plus 45 plus 50 plus 35 plus 50. Und das ist 220. Das heißt, alle Jungen zusammen wiegen 220 Kilogramm. Die nächste Frage, die wir uns wieder stellen, ist, wie viele Jungen gibt es überhaupt in unserer Liste? Das heißt, wir müssen die Anzahl der Werte abzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt also 5 Jungen in unserer Liste. Also, wie viel wiegt nun ein Junge im Mittel? Das funktioniert gleich wie beim gerechten Aufteilen der Bonbons. Wir verteilen hier das Gewicht 220 Kilogramm auf alle Jungen. Das heißt, wir rechnen einfach 220 durch 5. Das ist 44. Das heißt, ein Junge ist im Mittel 44 Kilogramm schwer. Was ist aber mit den Mädchen? Wie schwer sind die Mädchen im Mittel? Wieder beginnen wir damit, wie viel alle Mädchen zusammenwiegen. Addieren wir wieder die Werte aus der Liste. Diesmal nehmen wir die Spalte für die Mädchen. 35 plus 30 plus 40 plus 30 plus 45. Das heißt, alle Mädchen zusammen haben ein Gewicht von 180 Kilogramm. Wie viele Mädchen gibt es nun in unserer Liste? Das ist nicht schwer zu sehen, denn es gibt gleich viele Mädchen wie Jungen. Es gibt also 1, 2, 3, 4, 5 Mädchen. Und wie viel wiegt nun ein Mädchen im Mittel? Du weißt nun sicherlich schon, wie es funktioniert. Ich werde es dir trotzdem noch einmal sagen. Wir rechnen 180 dividiert durch 5. Und das sind 36 Kilogramm. Das heißt, ein Mädchen ist im Mittel 36 Kilogramm schwer. Betrachten wir nun die beiden Ergebnisse. Ein Junge war im Mittel 44 Kilogramm schwer. Ein Mädchen ist im Mittel 36 Kilogramm schwer. Das heißt, es ist ziemlich einfach zu sagen, im Mittel sind die Jungen schwerer als die Mädchen. Das ist allerdings nur ein Durchschnittswert und es heißt nicht, dass es nicht auch Mädchen geben kann, die schwerer sind als ein Junge. Schaust du zum Beispiel in der Tabelle, so siehst du, dass ein Mädchen 45 Kilogramm hat, obwohl es auch einen Jungen gibt, der 35 Kilogramm hat. Das heißt, es ist nicht jedes Mädchen schwerer als jeder Junge, aber wenn man einen Durchschnitt berechnet, so sind die Mädchen im Durchschnitt leichter als die Jungen. Zum Schluss dieses Videos fasse ich noch einmal kurz für dich zusammen, was der Mittelwert genau ist. Wenn man den Mittelwert berechnen möchte, summiert man alle Daten einer Liste. Summieren zur Erinnerung bedeutet das gleiche wie addieren, also zusammenzählen. Danach dividiert man durch die Anzahl aller Daten in dieser Liste. Das heißt, man zählt ab, wie viele Daten es überhaupt gibt. Dadurch erhält man dann den sogenannten Mittelwert. Noch einmal zu merken, der Mittelwert ist die Summe der Daten einer Liste dividiert durch die Anzahl der Daten einer Liste. Super, das erste Video hast du schon geschafft. Wenn du noch genaueres über den Mittelwert erfahren möchtest, dann schau dir das Basic- und das Mastery-Video an. Viel Spaß!